als es noch fürstliche Sommer gab. Die Quellen in Bad Pyrmont sind seit über 2000 Jahren bekannt. Doch es war Graf Georg Friedrich von Waldeck, der das Kurbad mit einer ungewöhnlichen Marketingaktion wohl am meisten förderte. Der Graf versammelte hier im Sommer 1681 40 Persönlichkeiten des europäischen Hochadels, darunter 24 regierende Häupter. Der sogenannte Fürstensommer förderte Kuraufenthalte als gesellschaftliches Ereignis und machte Bad Pyrmont 130 Jahre lang zum aristokratischen Treffpunkt. Viele adelige Badegäste verbrachten ihre Nächte im fürstlichen Badelogierhaus, dem heutigen Hotel Fürstenhof. Mehr Informationen zum Netzwerk gibt es unter preußeninwestfalen.de.